Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Forbidden West. Horizon Forbidden West. Ich muss mir Munition besorgen. Wildschweinknochen und Zahn. Horizon Forbidden West. Oh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon, ne? Ich spiele das erst seit ein paar Stunden, aber ich liebe das jetzt schon. So viele gute neue Features. Einfach der Hammer. Ja, mitnehmen. Eine interessante Farbe für meine Rüstung. Himmelblaue Blüte. Ja, Farben haben wir bisher noch nicht gehabt, ne? Wahrscheinlich müssen wir da zu diesen Outfit-Typen hin, ne? Da gehe ich mal stark davon aus. Warum ist denn jetzt hier schon wieder die falsche Quest aktiviert? Was soll denn das immer? Ändert immer einfach die Quest. Ich bin auch gerade dabei, die Donnerbrücken zu machen. Noch ein toter Dornrücken. Könnte von der Klippe gestürzt sein. Komm wieder. Ich werde den Weg weiter folgen. Eine alte Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Führt hinaus? Was ist denn eigentlich der Schrecken? Oh, ist ja doch schon ganz schön groß. Okay. Fallen immer Steine nach unten, ist das gut? Spaltender Fels. Okay, mal sehen, wohin das führt. Ich hoffe mal, dass wir nicht erschlagen werden von unserem Stein. Was ein Alloy. Du brauchst einen Schutzhelm bei. Sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Nee. Nein, geh mal hier an der Seite lang. So, kein Problem. Ich kriege auf jeden Fall gerade super viel Heilung. So von wegen, ja. Wir geben dir mal ein bisschen Heilung, falls du noch keine hast. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Bei welchem dicker Fight? Sie kamen also wirklich hier durch. Und sie hier saßen dann fest. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann.
Help! 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 Erstmal looten, bevor wir hier irgendwas gucken. Immer erstmal schön looten. Looten und leveln. Das nehme ich gern mit. Kann ich auch noch gebrauchen. Dann kann ich mich hoch und hin. Was ist mit dir hier? Habe ich was abgeschossen? Ein loher Vorrat, ne? Halt es. Am Maschine. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt zum Explodieren bringen soll. Feuerpfeile habe ich nämlich noch nicht. Finger vielleicht irgendwann. Und Abkürzung. Sehr viel Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Eine Gasmaske? Da unten. Ja, aber zum Explodieren kann ich sie nicht bringen, oder? Geht irgendwie nicht. In Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. In der Fässer ist ein Zettel. Die Nachricht ist für Over. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Over ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Ein Krachbrief. Eine mit Kohlenstaub befleckte Aufzeichnung in grober Handschrift. Ausgeliefert 24 Fässer Lohr, 4 Schaufeln, 9 Hämmer, ein kleines Fass Hochfeuer. Vollständig ausgeliefert von Händler Ragout. Wie per Spucke besiegelt. Es wird immer schwieriger, dein Zeug unbemerkt auszuliefern, weil Wund. Ich bin auf einer Kaja-Patrouille getroffen und habe eine Stunde mit einem Umweg zur nördlichen Mine verschwendet, um sie abzuschütteln. Javad mag ein Trottel sein, aber bis du die Unterkunft unter der Konvention hast, da kann er mein Geschäft immer noch stilllegen. Wenn du weiter sinnlos in dieser Mine herumspringen willst, gerne. Aber meine Preise sind gerade gestiegen. Drago. Ha.
schon mal eine wichtige Information tatsächlich. Hat er die Quest schon wieder geändert? Junge, bleib doch mal da. Kehre zu Yavat, dem Willigen, zurück. Achso. Ich bin schon fertig. Hier geht's weiter. Sieht zumindest dann noch aus, ne? Als wenn man hier weiter könnte. Hier sind sie. Locker nicht da oben irgendwie ran. Nee. Okay. So, dann müssen wir jetzt zu Yavat so zurückkehren. Mit dieser krassen Information, die wir hier gefunden haben. Die verändert ja alles. Vielleicht machten die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber woher? Das weiß ich auch noch nicht, woher die gekommen sind. Ein Eichhörnchen. Der war's blau. Warum lassen wir da irgendwo nicht hinkommen, ne? Eichhörnchenhaut. Das ist ja bloß ein kleiner Stockwäldchen. Eigentlich hier dran, oder? Ein Häher, was ist denn ein Häher? Häherfeder. Östliche Vogelflügel. Und Waldspannenhaut. Mal so nach Vögeln und sowas gucken, ne? Vögel, Eichhörnchen, eher sowas, weil die größeren Tiere, die sehe ich auch so. Irgendeinen kleineren. Sowas da zum Beispiel.
Du wolltest doch nicht gerade wegkriegen, oder? Kollege. Glänzende Feder. Eine erste. Warum seid ihr tot? Das gibt eine gute Farbe. Gute Maschine und eine Falle. Sieht aus, als ob jemand diesen Pfad hier freihalten wollte. Nehmen wir mal mit. Wo sind wir eigentlich? Ah ja. Wir wollen uns so zumindest mal ein bisschen umgucken, oder? Wenn wir schon mal hier oben sind. Wir müssen geduldig sein. Wachsam. Unser Weg wird sich zeigen. Wir müssen nur warten und glauben. Lokage? Bitte, lass uns in Ruhe. Wir haben nichts für dich. Tja, wer auch immer sie sind. Sie wollen wohl in Ruhe gelassen werden. Ich merke schon. Sind das nicht die Droiden, die du suchst? Nee. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Ich höre ein Schweinchen. Unter mir? Nee. Neben mir. Aber wie gesagt, ich bräuchte eigentlich mehr Vögel und Eichhörnchen. Die Schweine kriege ich genug. So, also. Da oben dürfen wir nicht lang, weil hier ist nämlich zu. Aber habe ich hier nicht eine Möglichkeit gesehen, mir den Berg hochzuklettern? Ja, natürlich, guck mal. Du sollst doch hoch. Ja, so ganz nach oben kommen wir nicht anscheinend. Ich war jetzt nur wirklich für die Pflanze, ne? Das war nur für die Pflanze.
machen hier mal Geräusche, ne? Und wenn du dann guckst, ist da gar keiner. Oh, oh. Das wird eine Narbe geben. Wieso hattest du einen Stein in deinem Sprung und bist drauf gelandet? Eigentlich solltest du die Truhe machen, aber. Sauerstoff, ja. Hab ich hier nicht. Sauerstoff habe ich hier nicht. Ersoffen. Einen besseren Eingang außer den hier mal zu nehmen? So, schon mal einen besseren, oder? Ich sag's dir, bist du bereit? Darin? Gibt es Neuigkeiten? Ja. Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Tolle Neuigkeit. Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaub's doch nicht. Dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Willst du nicht mal ein Getränk anbieten? Wenn sie da schon stehen muss. Ich muss gehen. Natürlich. Oh, wo ist denn jetzt hier Petra? Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten.
Scheiße. Wer bist du? Hey, Lord. Hast du jetzt doch Lust auf ein Getränk? Lust auf eine Partie Streit? Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Ja. Hier, setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Ah, zischt durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Such dir was aus. Wir müssen die Opfer der Dornrücken begraben. Dann der Arbeitsstopp. Alvind, der mit seinem Konzessionsdekret nervt. Hey, die Waffen vom Tisch! nicht so wichtig. Nichts, was ein kaltes Getränk und ein paar Kopfnüsse nicht regeln könnten. Kopfnüsse. Ich mag Petra. Also die Dornrücken im Schrecken. Du bist ein Schwein. Schlimme Viecher, diese Dornrücken. Sie waren eines Tages plötzlich da. Karsten im Tal herum, wie aus der Schmiede geschossen. Schlimme Viecher, die Männer. Wir haben gute Leute verloren. Aber wie ich hörte, hast du einige dieser Bestien erledigt. Na, die Gesandtschaft kann sonst ja nicht anfangen. Ja, tja, du tust Kettenkratz auch einen Gefallen. Je weniger Dornrücken es gibt, desto weniger kann Alvind sie für sich nutzen. Aber was nützen Alvind die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Alvind den Kaja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Also das. Ich glaube, die Dornrücken kamen aus Alvinds alter Mine. Na, der Funke könnte ein Feuer entfachen. Kannst du es beweisen? Ich arbeite dran. Bei der Schmiede. Gib mir Bescheid, wenn du sicher bist. Was mit dir? Diese Awkwardness, ey. Das ist der Hammer. Ja, jetzt küss sie doch. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt, wurde nicht gebraucht. Dann hörte ich vom Wiederaufbau Fahrlichts und dachte, hier wird ein Hammer gebraucht. Seitdem schlage ich mich so durch. Du kannst doch wegziehen. Zurück in den Osten? Nee. Glühende Schmieden verlässt man nicht. Außerdem muss sich ja jemand für die Belange der Arbeiter hier einsetzen. Was Alvind angeht. In dieser Gegend geht alles um Alvind. Wieso hat er hier das Sagen? Er war früh hier, wie ein Eichhörnchen, das Nüsse wittert. Er wusste, der Wiederaufbau Fahrlichts erfordert Steine und Holz. Also verschaffte er sich in Hauptquell Geld von Investoren, die Rechte auf alles im Schrecken anmeldeten, das etwas wert sein könnte. Leider wissen alle, dass das hier Kaja-Land ist und der Sonnenkönig diese Rechte wirklich jederzeit zurückfordern kann. Deshalb will er unbedingt, dass der Magistrat ein Konzessionsdekret unterschreibt. Dieses Konzessionsdekret, was ist das genau? Und was hätte Alvind davon? Eine Mauschelei, das ist es! Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Das würde bedeuten, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht, mit ihren Scherben ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Alvind Anteile an allen Rechten hat, wäre er dann reicher als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde. Und Alvind könnte sich genug Stimmen kaufen, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Wenn er weiter Druck macht, wird der Magistrat wohl unterschreiben. Hm? Tja, ich muss jetzt los. Danke für den Drink, Petra. War schön, dich zu sehen. Jederzeit, Flammenhaar. Komm hier zurück, wenn ich neue
Da will ich Neuigkeiten haben. Und was ist das jetzt hier? Maschinenstreit spielen. Ah, ist dir nach einer Partie Streitschwester? Ich baue das Brett auf. Ich kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tinnakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Komm, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen meinen Brettern gewinnst. Mhm. Wo müssen eigentlich überall immer irgendwelche Spiele dabei sein? Anfängerleitfaden nicht abgeschlossen. Gegnerisches Set. 2 von denen. Wer hat die mir das irgendwie noch? Einführung. Maschinenstreit ist ein Strategiespiel für 2 Spieler, das von den Stämmen im verbotenen Westen gespielt wird. Jeder Spieler besitzt verschiedene Spielbretter und zieht ein bestimmtes Set Maschinenfiguren an den anderen vor. Besiege sie alle und werde die ultimative Streitmeisterin im Westen. Wie man beginnt, wird die Maschine eines Gegners zerstört, egal durch wessen Hand, wird ihr Wert zu deinen Siegerpunkten hinzugefügt. Erlange vor deinem Gegner 7 Siegerpunkte oder zerstöre alle seine Maschinen, um zu gewinnen. Wie man beginnt. Zu Anfang des Spiels wählen beide Spieler ein Set Figuren aus, mit dem sie spielen möchten. Jeder Spieler platziert diese Figur dann auf den 2 Reihen, die ihm am nächsten sind. Der Besitzer des Spielbretts entscheidet, wer beginnt. Das Spiel ist ab diesem Zeitpunkt rundenbasiert. Du Scheiße. Erklärt ihr mir das noch? Ohne dass ich jetzt alle durchlesen muss? So, Selma, erklär mir mal das Spiel. Anfängerset, Setup-Punkte. Abbrechen. Wir haben 64 Graslandschaft oder was? Gegnerisches Set ansehen. Ein Gräber, Nahkampftyp. Ein SP. Diese Maschine besitzt keine Fähigkeit. Komm, wir starten einfach mal. Bist du bereit, Anfängerleitfaden zu starten? Okay, fangen wir einfach an. Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Mhm. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Um zu gewinnen, musst du 7 Siegerpunkte sammeln, indem du die Maschinen des Gegners zerstörst. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen. Deshalb verwenden wir diese Notizen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke? Ein SP. Die zeigt, wie viele Siegerpunkte du kriegst, wenn du diese Maschine zerstörst. Dort steht auch, wie weit die Figur gehen kann. Wie mächtig ihre Angriffe sind. Ja. Die Distanz, auf die sie schlagen können. Ach so, das ist die Reichweite. Und natürlich ihre Gesundheit. Mhm. Das genügt erstmal. Lass uns spielen. Den Rest erkläre ich dir beim Spiel. Das ist mein Brett, also entscheide ich, wer anfängt. Da dies deine erste Partie ist, darfst du anfangen. In der Regel musst du wählen, welche Figuren du aufs Brett stellst, aber das muss erstmal reichen. Nimm die Maschine rechts von dir und beweg sie vorwärts. Nutze das Steuerkreuz, um dich auf dem Spielbrett zu bewegen. Tippe A an, um eine Maschine auszuwählen. Denk dran, jede Maschine kann nur eine bestimmte Distanz gehen. Sieh dir deine Notizen an, wenn du etwas vergessen hast. Hm.
Man muss sie dann auch noch drehen, oder was? Beweg die Maschine da nach vorn. Das gehört alles zum Lernprozess. Du musst die Maschine vorwärts bewegen. Sprint. Du musst nur die Maschine vorwärts bewegen, Rotschopf. Ja, aber was soll ich denn sonst machen, außer tippe A an, um das Terrain auszuwählen, in dem sie sich bewegen soll? Ja, ich drücke A. Du musst nur die Maschine vorwärts bewegen, Rotschopf. Okay, dann probieren wir mal X, Y, D. Nee. Ganz einfach, oder? Also, du darfst pro Runde zwei Maschinen bewegen. Also los, wähle eine zweite Maschine. Aber ich durfte jetzt nicht nur einen Schritt nach vorne, ich musste halt zwei. Sonst kannst du nicht mehr viel tun, also beende einfach deine Runde. Was sind denn 2 GP? Es geht langsam vorwärts. Lass mich meine Figuren bewegen. Und du bist wieder dran. Wieso greifst du dieses Mal nicht eine meiner Figuren an? Versuch's erstmal mit der Maschine rechts von dir. Moin, Sanja. Wunderschönen Mittwoch wünsche ich dir. Jetzt beweg die Figur nah genug, um eine meiner Maschinen anzugreifen. Nicht so schüchtern. Beweg die Figur näher zu einer von meinen. Ja, ja, habe ich ja gemacht. Gucke. Beweg die Maschine nah genug, um meine anzugreifen. Wenn du einen Angriff ausführst, testest du die Kampfkraft deiner Maschine gegen eine deines Gegners. Die Kampfkraft einer Maschine ergibt sich aus dem Terrain, auf dem deine Maschine steht, und ihrer Angriffskraft. Auf diesem Brett gibt es nur Grasland-Terrain, das sich nicht auf die Kampfkraft einer Maschine auswirkt. Und deine aktuelle Maschine hat 2 Punkte Angriffskraft. Also entspricht die Kampfkraft deiner Maschine genau 2 Punkten. Da meine Maschine nicht diejenige ist, die angreift, hat sie 0 Punkte Angriffskraft. Und ganz wie deine Maschine wird sie nicht vom Grasland beeinträchtigt. Also beträgt der Unterschied in der Kampfkraft zwischen beiden Maschinen genau 2 Punkte. Das heißt, dass deine Maschine meiner Maschine 2 Punkte Schaden zufügen kann. Hast du alles verstanden? Yep. Nein, könntest du das wieder machen? Für den Joker, nee. Ich wusste, dass du clever bist. Dann greif mal meine Maschine zu Ende an. Greif meine Maschine an, okay? Mann, ich will aber nicht von der Seite angreifen, ich will von hinten angreifen, wo ich 3 Schaden mache anstatt 2. Du hältst dich doch nicht zurück, oder? Doch, jetzt muss ich ja. Jetzt schnapp dir deine zweite Maschine. Du siehst, deine Maschine kommt nicht nah genug, um meine anzugreifen. Ja. Du kannst deine Maschine sprinten lassen. Ja. So kommt sie ein Feld weiter. Ja. Versuch's mal. Und was ist dann? Kann ich denn noch angreifen? Der Nachteil beim Sprinten ist, dass deine Maschine nicht mehr angreifen kann. Mhm. Also manche Spieler gehen in so einem Fall ein Risiko ein und überladen ihre Maschine. Mit überladen kann man nach einem Sprint angreifen, aber es entzieht deiner Maschine 2 Punkte Gesundheit. Es steht dir frei, es einzusetzen. Lass es uns mal versuchen, damit du siehst, was ich meine. Das war's dann schon mit deiner Runde. Also, jetzt verrate ich dir einen coolen Trick. Deine Maschine da, die mir am nächsten ist,
Nimm sie in die Hand. Ganz wie in der Wildnis haben die Maschinen gepanzerte Stellen und Schwachstellen. Ja. Sie sind auf den Teilen markiert, siehst du? Ja. Blau zeigt an, wo der Panzer am dicksten ist. Ein Treffer dort bewirkt etwas Schaden, aber nicht viel. Rot zeigt die Schwachstellen einer Maschine an. Triff dort und du landest einen mächtigen Schlag. Hier, ich zeig's dir. Dreh dieses Teil, sodass deine Maschine zu meiner schaut. Jetzt verpasst der Maschine eins. Sie fliegt runter vom Brett. Und das sind deine ersten Siegerpunkte. Du hast noch keine 7 davon, also machen wir weiter. Deine Maschine hat meine angegriffen, aber sie hat sich nicht bewegt. Nur zu, rücke weiter vor, auf meine verbleibende Figur zu. Du hast bereits angegriffen und deine Figur bewegt. Aber wenn du deine Maschine überlädst, kannst du ein zweites Mal angreifen. Und nach der Gesundheit deiner Maschine zu urteilen, würdest du deine Figur opfern, um meine zu besiegen. Aber manchmal kann das eine gute Sache sein. Überlade deine Maschine, um meine ein zweites Mal anzugreifen, und ich zeige dir, was ich meine. Ist das nicht ein Spaß? Und jetzt, weil deine Maschine gleichzeitig mit meiner ausgeschaltet wurde, erhalten wir beide die Siegerpunkte, die unsere Maschinen wert sind. Das Gute ist, weil du angegriffen hast, erhältst du deine Siegerpunkte, bevor ich meine erhalte. Was bedeutet, dass du die begehrten 7 Punkte zuerst erreichen kannst. Deshalb kann man manchmal ein Spiel zu seinen Gunsten drehen, indem man eine Figur verliert. Tja, wie du siehst, hast du diesmal die 7 Siegerpunkte noch nicht ganz erreicht, aber alle meine Figuren zerstört. Das bedeutet, dass du gewonnen hast. Juhu. War doch gar nicht so schwer, oder? Denk dran, immer das beste Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich versuche daran zu denken. Oh, bevor ich's vergesse. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will, dass die Retterin von Meridian sie kriegt. Es ist zwar nur ein kleiner Satz, aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen Figuren, die ein Spiel zu deinem Vorteil wenden können. Doch für die Herstellung brauchen sie das richtige Material. Oder mit etwas Glück findest du sie in der Wildnis. Ich habe jede Menge Figuren bei einer nächtlichen Maschinenjagd verloren. Oder einer Kneipentour. Du brauchst mir nicht zu danken. Ist mir stets ein Vergnügen, neuen Streitspielern zu helfen. Also, wenn dir danach ist, ein echtes Spiel zu spielen, ich habe jede Menge andere Bretter. Ich könnte dir auch noch ein paar Tricks zeigen, wenn du möchtest. Danke, ich überleg's mir. Tutorial abgeschlossen. Anfängerleitfaden. Du bist einen Schritt näher, das Maschinenstreit zu meistern. Ach du heiliger Bimbam. Terrain- und Rückstoß-Tutorial. Gräber haben sie, hat sie. Ah, ich wusste, ich mache eine Streitspielerin aus dir. Soll ich dir dieses Mal zeigen, wie man das Terrain eines Spreads zu seinem Vorteil nutzen kann? Auf diesem hier sind alle Arten Terrain, denen man bei einer Partie Streit begegnen kann. Zu wissen, wann und wie man sie optimal nutzt, kann zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden. Das Terrain beeinflusst die Kampfkraft deiner Maschinen. Wie du weißt, wird beim Kampf gegen die Maschine eines Gegners ihre Kampfkraft mit deiner verglichen. Je höher die Kampfkraft deiner Maschine, desto mehr Schaden kannst du bewirken. Deshalb ist die Wahl des richtigen Terrains eine wichtige Strategie, um deinen Gegner zu besiegen. Hier, ich zeig's dir. Nimm die Figur da links und greife damit meine Maschinen an. Sehen wir uns, Kampfkraft ist die Summe aus der Angriffskraft einer Maschine und dem Wert des Terrains, auf dem sie steht. Weil deine Maschine der Angreifer ist, setzt sie 2 Punkte Angriffskraft ein. Außerdem steht sie auf einem Waldterrain mit einem Wert von 1 Punkt. Zusammengenommen hat deine Maschine also 3 Punkte Kampfkraft. Meine Maschine steht auf Graslandterrain mit einem Wert von 0 Punkten.
Außerdem greift sie nicht an, was bedeutet, dass keine Angriffspunkte im Spiel sind. Das ist wie mit Erlik. Also beträgt meine Kampfkraft 0. Das heißt, deine Maschine kann 3 Punkte Schaden bewirken. Na los, probier's mal aus. Das ist alles nur Bonus. Das ist wie mit Erlik bei Assassin's Creed. Oder Verbal Trade bei Final Fantasy 9 und so weiter. Ja, das ist alles nur Bonus. Was soll ich angreifen? Ich greife an. Na geht doch. Also, die Wahl des richtigen Terrains verbessert nicht nur deinen Angriff. Sie kann auch helfen, deine Maschinen im Angriff zu verteidigen. Nimm deine Figur und platziere sie vor meiner zweiten Maschine. Weil deine Maschine der Angreifer ist, setzt sie 2 Punkte Angriffskraft ein. Sie steht auf Grasland-Terrain. Dieses Terrain hat einen Wert von 0. Das heißt, die Kampfkraft deiner Maschine beträgt insgesamt 2 Punkte. Meine Maschine kann ihre Angriffskraft nicht nutzen, weil sie ihre Position verteidigt. Aber sie hat einen Höhenvorteil. Sie steht auf Waldterrain, das einen Punkt wert ist. Das heißt, meine Kampfkraft beträgt einen Punkt. Die Front meiner Maschine ist blau eingefärbt. Das heißt, der Punkt, den du angreifst, wird von Rüstung geschützt. Das bedeutet, meine Maschine erhält einen Extrapunkt, womit sie insgesamt 2 Kampfkraftpunkte hat. Wenn wir die Kampfkraft beider Maschinen vergleichen, wirst du sehen, dass du keinen Schaden anrichten kannst. Wenn du die Kampfkraft eines Gegners nicht schlagen kannst, kannst du immer noch versuchen, stattdessen die Abwehr der Maschine zu brechen. Los, probier es aus und sieh, was passiert. Abwehr. Siehst du? Wenn du die Abwehr einer Maschine brichst, kannst du sie zurückstoßen. Sicher, beide Maschinen erhalten jeweils einen Schadenspunkt. Aber wenn du meine Figur aus dem Terrain wirfst, wird sie anfälliger für Angriffe. Nicht nur das. Wäre der Platz hinter meiner Maschine blockiert gewesen, hätte sie einen zusätzlichen Schadenspunkt erlitten. Und wäre meine Maschine von einer eigenen Figur blockiert gewesen, hätte diese Maschine ebenfalls Schaden erlitten. What? So kann man bisweilen mehreren Figuren auf einmal Schaden zufügen, indem man die Abwehr einer Figur bricht. Praktisch, oder? Jetzt mach weiter und beende deine Runde. Es gibt da noch eine Sache, die ich dir zeigen will. Okay, wir haben gesehen, je höher das Terrain, desto mehr erhöht dies die Kampfkraft deiner Maschine. Es gibt allerdings 2 andere Terrains, bei denen es etwas anders funktioniert. So etwas nennen wir einen Abgrund. Nur fliegende Maschinen können dort platziert werden. Aber wenn du es tust, kostet dich das 2 Kampfpunkte, also pass auf. Das ist Sumpfterrain. Wenn du dort landest, verlierst du bei den meisten Maschinen einen Punkt Kampfkraft. Außerdem unterbindet es für den Rest der Runde jede Bewegung deiner Maschine. Hier, ich zeig's dir. Nimm die Maschine links von dir. Siehst du? Jetzt kannst du dich erst wieder in der nächsten Runde bewegen. Oder du überlädst deine Maschine, um hinauszukommen. Gegner in der Nähe kannst du noch angreifen, also bist du nicht komplett hilflos. Tja, ich glaube, das war genug Gerede von mir fürs Erste. Du wirst das alles bei deinem nächsten Spiel gebrauchen können. Mhm, okay. Du bist einen Schritt näher, das Spiel Maschinenstreit zu meistern. Juhu! Ah, hier haben wir noch ein anderes Tutorial. Maschinenarten und Fähigkeiten. Dann zeig ich mal. Brauchst du noch mehr Tipps? Wieso erzähle ich dir nicht etwas mehr über die einzelnen Spielfiguren? Wunderbar. In einem normalen Spiel darfst du wählen, welche Maschinen du auf dem Brett platzierst. Jede ist eine bestimmte Anzahl Setup-Punkte wert. Und du kannst für den Aufbau deiner Armee bis zu 10 Punkte ausgeben. Zu wissen, was jede Maschine mit ins Spiel bringt und deine Armee passend zu deiner Strategie aufzubauen, ist der Schlüssel, um Maschinenstreit zu meistern. Bei der Zusammenstellung deiner Armee musst du ein paar Dinge beachten. Zuerst einmal darfst du nie mehr als 4 Maschinen des gleichen Typs gleichzeitig auf einem Brett platzieren. Deshalb wählen die meisten Spieler ihre Maschinen auf der Basis, wie weit sie gehen können oder wie viel Angriffskraft sie haben. Aber ein echter Streitspieler achtet auf den Typ und die Fertigkeiten einer Maschine. Sollen wir uns das mal schnell ansehen? Nimm die Maschine da links von dir. Ja. Okay.
Okay, reden wir über die verschiedenen Wege, wie eine Maschine ihre Gegner angreift. Oder auch ihren Maschinentyp. In deinen Notizen siehst du, dass diese Maschine hier ein Nahkampftyp ist. Das sieht man auch an der Form der Basis, auf der die Figur steht. Eine Maschine vom Nahkampftyp greift die ersten Gegner in Reichweite an und niemanden sonst. Das haben wir schon oft gesehen, also beweg einfach die Figur vorwärts, damit ich dir noch mehr zeigen kann. Klasse, jetzt nimm deine andere Maschine. Sieht aus, als hätten wir da eine Maschine vom Schützentyp. Das heißt, sie trifft nur den am weitesten entfernten Gegner in ihrer Reichweite. Bewegen wir diese Maschine vorwärts und beenden deine Runde, damit wir uns den Rest der Figuren ansehen können. Fangen wir mit dieser Figur an. Das ist eine Maschine vom Ram-Typ. Greife einen Gegner damit an und sie stößt die Figur zurück. Ungefähr so. Siehst du? Jetzt hat meine Maschine den Platz von deiner auf dem Brett erobert. Das ist eine gute Möglichkeit, deinem Gegner den Vorteil zu nehmen, wenn er sich in einer erhöhten Position befindet. Wir müssen uns noch eine weitere Figur ansehen. Oh, diese Figur ist wirklich eine Schönheit. Eine Maschine vom Sprinter-Typ. Wenn sie angreift, zieht sie zum Ende ihrer Angriffsreichweite und beschädigt alle Maschinen auf dem Weg, auch deine eigenen. Also sieh dir das Brett zuerst gut an, bevor du sie ins Rennen schickst. Du solltest dich auch vergewissern, dass sie den Angriff auf einem freien Feld beendet. Anderenfalls wirst du gar nicht erst angreifen können. Hier, ich zeig's dir. Schau, sie hat deine Figur sogar gedreht. Ein cooles kleines Ding, das du unbedingt in deinem Satz brauchst. Sieh mal in deinen Notizen, da steht, dass diese Maschine eine von den Fertigkeiten besitzt, die ich erwähnt habe. Das sind eine ganze Menge. Und wir haben uns nicht mal alle Maschinentypen angesehen. Aber ich bin mir sicher, dass du wichtige Dinge erledigen musst. Also habe ich eine Liste gemacht. Darauf sind auch all die Tipps und Tricks, über die wir geredet haben. Cool. Ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Wenn du ein richtiges Spiel spielen willst, sag Bescheid. War alles nur Tutorial, ey. Hier ist ein richtiges Spiel. Anfängerübung. Einfach. Belohnung 75 Metallscherben und eine Streifenbelohnung Dornrücken Streitfigur. 0 von 4 Spielbretter abgeschlossen. Besiege alle Spielbretter der Gegner, um diese Belohnung zu erhalten. Achso. Muss ich hier alle machen, oder was? Was dann kriege ich? Boah, guck mal. Da kriegt man so ja noch Fertigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte sind gut. Mit Fertigkeitspunkten kann ich halt auch wieder Sachen kaufen, ne? Mich einfach besser machen. Ja, komm, ein Spiel machen wir noch. So, wir haben 30 mal Gras, 30 mal Wald, 4 mal, was ist das? Berge wahrscheinlich, ne? Und 0 mal Schnee. 0 mal Wasser oder Sumpf. Und 0 mal Untergrund. Lass uns spielen. Ja. Lass mal schauen. Du bist dran. Zeit für meinen Zug. Das war's für mich. Noch nicht ganz. Aber schon gut dabei. Da steht mir ein heftiger Kampf bevor. Machen wir ernst. Das war doch nicht ernst. Was hast du eigentlich? Okay. Hier wollen wir zwei machen.
Na, wie mache ich mich? Gut gelernt? Du hast mich. Fair und anständig. Ey, Zwick. Eloy 2, Gegner 0. Belohnung 75 Metallscherben. Sehr schön. Ach, das lief ja gerade so gut. Dann mal los. Oh, wir haben mehr Figuren jetzt. Wir haben ein Lanzenhorn. Zwei Lanzenhörner haben wir und zwei Gräber. Lanzenhörner war Klettern. Erhält ein Kampfkraft bei einem Angriff vom Hügelterror. Das Brett gehört dir. Darf nur zwei bewegen? Mein Zug. Eins. Zwei. Oh, tatsächlich. Dein Zug, Rotschopf. Ich darf nur zwei. Ich bin dran. Jupp. Du bist dran, Rotschopf. Ich werde immer nervös, wenn ich meine Figuren überlade. Okay, mal sehen. Oh, nicht schlecht. Dein Zug, Rotschopf. Nicht so einfach. Oh, so. Okay, mal sehen. So macht man das. Eine Figur weniger auf dem Brett. Einfach vom Brett gefegt. Hey, die Figur hat mir dort gut gefallen. Machen wir ernst. Ich muss sagen, sieht... Oh, gewonnen! Ich sollte vielleicht nicht so überrascht klingen. Das wird ein Spaß. Du bist dran, Rotschopf. Zeit für meinen Zug.
Du bist dran. Runter vom Brett. Ist okay, ist okay. Das war knallhart. Ja, die Überladung vergesse ich jedes Mal. Das war's für mich. Die Überladung ist ja auch noch ein Ding. Ich bin dran. Das Brett gehört dir. Du hast mir alle bis auf eine genommen. Ich bin beeindruckt. Mein Zug. Tja, so viel dazu. Oh, ich dachte, ich hätte es sicher. Diesmal nicht. Diesmal ein bisschen aufgepasst. Gehen ja doch recht schnell, wa, die Runden. Viel Glück. Wühler. Lanzenhorn. Ein Angriff vom Hügeltor. Du bist dran, Rotschopf. Ich bin dran. Ja, ich steck da auch noch nicht so ganz hinter, aber es geht schon irgendwie. Oh, ernsthaft? Ernst. Minus 3. Dann kann er da voll reinbremsen. Minus 2. Minus 3. Das war knallhart. Einfach vom Brett gefegt. Das sag ich dir. Eine Figur weniger auf dem Brett. Ja, mit dem Überladen, ne? Das ist so krass, ey. Daran denkt man überhaupt nicht. Und jedes Mal, wenn du denkst, so, ja, okay, die Figur hat noch ein HP, macht die überladen, ey. Zum Kotzen, ey.
runter vom Brett. Zeit für meinen Zug. Tja, so viel dazu. Man muss bewegen, man kann den Zug nicht binden. Okay, mal sehen. Das Brett gehört dir. Ich hätte die Schwachstelle wohl nicht ungedeckt lassen dürfen, hä? Nicht so wirklich. Nee. Mein Zug. Du bist dran. Eine Figur weniger auf dem Brett. Machen wir ernst. Einfach vom Brett gefegt. Ich bin mit deinem Scheiß überladen. Ey. Dein Zug, Rotschopf. Ich hab wohl verloren. Du mit dem Scheiß überladen, ey. What? So, normale Herausforderung, okay. Neues Set erstellen. Erstelle ein neues Set mit den Streitfiguren aus deinem Inventar. Du erhältst neue Streitfiguren, indem du alle Bretter eines Spielers besiegst oder sie bei Streitschnitzern oder bei der Meisterstreitspielerin kaufst. Okay, Set 1. Setup-Punkte 0 von 10. Wähle Streitfiguren aus, um dein eigenes Set zu kreieren. Du musst mindestens 7 Setup-Punkte einsetzen, um dieses Set in einem Spiel nutzen zu können. Spitzen Krallenschreiter. Zurückschlagen. Rotiert in Richtung des Angreifers und fügt einen Schaden zu, wenn es sich in Reichweite befindet. Gönne ich mir mal. Dann haben wir noch Plünderer. Lanzenhorn. Bergland, Hügel, Grasland, Hügel und Bergland. So, ist Hügel nur braun und Bergland ist dann weiß, oder was? Dann brauche ich ja den gar nicht mitnehmen. Hügel, wie soll denn jetzt ein Brett aus, wie ihr nicht gesehen? Grasland. Klingt ja auch ganz gut. So, der hat ja 3 Angriffe, ne? 3 Angriffe wäre eigentlich schon nicht schlecht. Vor allen Dingen hat 5 HP, ey. Machen wir so rum, oder? Auf geht's! Was hast du denn da alles Schönes? Kann ich nicht gucken. Also, da haben wir 2 Bewegungen, 3 Angriff, 1 Reichweite.
Plünderer. Grossland und... Oh, lass mal, pack mal deine anderen Viecher da hin. Wie viel haben die alle? Geh mal an, wie viel Angriffspunkte die alle hat, ey. Holy moly. Wo noch jemand ist drin? Zeit für meinen Zug. Was? Du bist dran, Rotschopf. Ich konnte gerade richtig weit latschen. Holy shit. Kann nur so angreifen? Sehr gemein. Ich muss ein Schild wegmachen. Schildbrecher, ne? So wollte ich. Das war knallhart. Ja, aber sowas von. Mein Zug. Dein Zug, Rotschopf. Tja, so viel dazu. So, jetzt wollte ich gerade was anderes machen. Ja. Ich bin dran. Not bad. Not bad. Ah, runter vom Brett. Und? Das tat weh. Das war knallhart. Angreifen kann ich denn... Oh, mal lieber so. Okay, mal sehen. Das Brett gehört dir. Mhm. Runter vom Brett. Machen wir ernst. Das war's für mich. Mal so. Okay, mal sehen. Okay. Das Brett gehört dir. Ja. Bei allen Schmiedehämmern. Du hast mich auf jedem meiner Bretter besiegt. Oh. Das ist einen Preis wert, sage ich. Ich dachte, ich muss hier noch die anderen Dinger auch noch wegmachen. Na Gott sei Dank nicht. Sieg, ein Dornrücken-Streitfigur und 100 Metallscherben. Ja, geil. Cool. Komm jederzeit wieder, Rutsche. Geil. Ja, lief doch ganz gut, muss ich sagen. Haben wir insgesamt 250 Metallscherben gerade gekriegt. Das ist irgendwie so ein... Wird eine neue Quest oder was ist mit ihm los?
das Beste. Da haben Sie zu schlucken. Ich gebe eine kleine Prise Chili in den Nachtisch. Wie pervers. Wie pervers. Kaufen. Eins von zwei. Aufgabe erstellen, kaufen, sortieren. Seltenheit, Typ. Ach, so reicht das doch, oder? Man muss ja nicht alles dann nochmal extra unterteilen. Gut, jetzt macht er Chili in ihr Essen rein. Ich weiß nicht, ob sie sich dann nicht dafür revanchieren wollen mit ein paar Fäusten irgendwie fressen. Müssen wir mal schauen. Nicht passiert. Nicht gerade nett, oder? Oh, wer bist du denn? Kann ich noch nicht, ist noch gesperrt. Du hattest bisher einen schönen Tag. Oh, so kann man auch die besonderen Leute sehen, ne? Hm. Ach so, weil das gedrückt halten. Dann kann man die besonderen Leute sehen. Ah, okay. Sind da überall ein paar welche, oder? Ne? Da sitzt sie noch rum. Den hatten wir schon. Ja, ist super schlimm. Da steht immer. Du siehst noch schlechter aus als gestern. Da bist du ja. Odo? Mal zwischensprechen. Okay, weiter geht's. Mit dem kann ich glaube ich noch nichts machen, oder? Ich bin alle gesperrt. Wie läuft's, Hammerkorb? Ich muss weg. Tut mir leid. Hier ist Loot. Loot. Da oben stehen zwei. Da hinten sind ganz viele. Ach, guck mal hier. Da ist er ja wieder. Der Gelehrte, wo hat das? Hier ist es nicht besser als in der Wildnis. Solltest du nicht da draußen sein und Maschinen vernichten? Und kann uns doch nicht einfach ignorieren, oder? Glaubst, was du hörst? Wegen ihm wären wir fast gestorben. Sieh uns doch mal an! Was sollen wir denn machen? Ihn mit Arnulfs Krücke bewerfen? Ich sag ja nicht, dass ich das Anrecht vermisse, nur... Ach, die Bergleute, die wir gerettet haben. Ihr habt's sehr geschafft, wie ich sehe. Hammer und Zange. Allerdings, Jägerin. Sie haben mir von deiner Sprengung erzählt. Lokov hat noch gezittert wie ein Zweiglein. Hey! Wichtig ist nur, dass alle am Leben sind. Wie ein Zweiglein. Aber nicht dank Ulvand. Habt ihr schon mit ihm geredet? Wir sind auf der Warteliste. Er traut sich nicht, uns alle gleichzeitig vorzulassen. Wir müssen zusammenbleiben, falls er seine Schläger auf uns hetzt. Ihr seid doch schon verschwunden. Ich kann mich um Ulvand kümmern. Ihr müsst nicht bleiben. Wissen wir, du alter Hammer. Passt auf euch auf. Ja, war mal schön, euch wieder zu sehen. Stadt geben. Erstens, nenn mich heißt das, dass du uns allen einen ausgibst? Nicht, wenn ich selbst die Taverne leer trinke. Unter der Wüste gibt es nichts als Sand.
Ich setze nie wieder einen Fuß in eine Mine. Was anderes kannst du doch gar nicht. Sollen ja Bilder sein als die Nora. Halt die Luft an, Lokov. So schlimm kann's nicht sein. Du hast dir nicht den Hintern geprellt, weil dich unterwegs jemand fallen gelassen hat. Erstaunlich, dass du dich von deiner Werkbank hast losreißen können. Ich grüble... Heißt das, dass du uns allen einen ausgibst? Nicht, wenn ich selbst die Taverne leer trinke. Ein Tragegeschirr für einen Bartender. Die Hammersöldner. Die teilweise verbrannte Titelseite einer Illustrierten. Mhm. Zeit zum Hämmern. Oh nein. Was sollen die Hammersöldner nur tun? Nun, da Gunnert all ihre Verdienste in widerwärtige Wetten verloren hat. Eine neue Söldneraufgabe. Das werden sie tun. Dieses Mal wagen sie sich unsere Helden tiefer in einem mysteriösen Tunnel am Rande des Anrechts vor, auf der Suche nach der verschwundenen Tochter des Präfekten. Darin finden sie eine Maschine, die ihnen den Kampf ihres Lebens beschert. Werden sie die Bohrkiefer des unbändigen Giganten überstehen? Werden sie die verschollene Maid retten? Das erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe von Die Hammersöldner, Namensdiebe und Steinbrecher. Wieder 20 Flaschen auf einmal. Bei der Schmiede, haben wir hier Comics oder was? Lass mich mal sehen. Na gut. Aber denk, das Patent gehört. Klang gerade wie so eine Beschreibung von so einem Comic oder so. Warte mal. Schon wieder eine andere Quest pausiert. Pausiert, bis die Gesandtschaft abgeschlossen ist. Sehr interessant. Ich muss erst die Gesandtschaft fertig machen, bevor ich die andere Quest weitermachen kann. Das ist ja interessant. Relikte aus Ruinen, Sammelobjekte. Was? Eloy hat beim Erkunden der alten Ruinen ein mysteriöses Relikt gefunden. Woher kommt es? Und gibt es da draußen noch mehr davon? Ja stimmt, wir haben ja so ein Ornament. Mit den Kleeblättern. Oh, hallo. Warst du bereit zum Aufbruch? Ja, du. Wie geht's deiner Mutter? Ja, ich hab Besuch. Hier muss doch jemand sein, mit dem man Holland sich unterhalten kann. Holland Rheinleier. Meine Augen sind hier oben, Schwester. Deines Vorratslager. Wie lang genug gedauert, ha? Oh, du. Warte mal, wo ist das Vorratslager? Hier ist das Vorratslager. Wem gehört das Vorratslager? Mir gehört das Vorratslager. Ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal diese komische Kampfarena an, oder? Sieht der nicht mit? Einmal mitnehmen, bitte. Naja. Der läuft ja nicht so toll. Warum musst du das eigentlich die ganze Zeit an sein? Achso, weil es ja eh umsonst so war. Mit Wasserkraft kostet ja keine Energie. Dann kann man das auch gerne anders, ne, bevor das alles da verschleißt. Nee, anders. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge.